Walt Disney hat einst gesagt, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du machen. Also alles, was ein Mensch sich auf dieser Erde tatsächlich zwischen seinen Ohren vorstellen kann, könnte er theoretisch machen, macht es aber leider nicht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du persönlich kennst, die sich vieles vorstellen oder alles Vorstellbare tatsächlich umsetzen. Die Regel sieht eher so aus, dass die meisten Menschen sehr, sehr wenig machen von dem, was theoretisch möglich ist, was vorstellbar ist. Und einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Menschen umgeben, gefangen, eingesperrt sind durch innere Blockaden. Und erst wenn diese gelöst werden, bewegen sich diese Menschen tatsächlich Kursziel, Kursveränderung und fangen an, das Vorgestellte tatsächlich auch umzusetzen. Und darum geht es in diesem Video, wie du dich persönlich befreist von deinen inneren Blockaden. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer und Berater, sondern auch Coach. Also ich liebe es, Menschen dabei zu begleiten, sich von inneren Blockaden, aber auch natürlich von äußeren Gegebenheiten zu trennen. Sprich also äußere und innere Veränderung zu bewirken. Daher ist es mein Alltagsjob, Menschen dabei zu begleiten. Und ich bin selbst auch diesen Weg gegangen, mich von vielen Eingrenzungen und Blockaden aus meinem Umfeld, aus meinem Herkunftssystem, aus meiner Kultur tatsächlich auch zu befreien. Dadurch bin ich Wege gegangen, die die meisten Menschen und schon erst recht nicht meine Lehrer mir zugetraut hätten. Und ich lade dich ein, auch diesen Kurs einzuschlagen, einfach davon auszugehen, dass das, was du dir vorstellen kannst, tatsächlich auch umsetzen kannst und wirst, wenn du es gelernt hast, dich von deinen Blockaden zu lösen. Befassen wir uns nun mit der ersten Art der Blockaden, die du selbst nicht erlebt hast und vielleicht auch nicht drüber nachgedacht hast. Und das sind die vererbten Blockaden. Es wurde also im Rahmen von Versuchen mit Mäusen herausgefunden, dass wenn Eltern unangenehme Erfahrungen gemacht haben in Verbindung mit dem Duft von Kirschen, dass das an die Kinder weiter, an die Kindermäuse weitergegeben worden ist. Das nennt man eine Expression von Genen und das wiederum ist in einem relativ neuen Fachbereich der Epigenetik angesiedelt. Das bedeutet also, wir Menschen haben zwar Gene, aber die Aktivierung der Gene machen wir durch Erfahrung und diese Erfahrungen können weitergegeben werden. Es kann also sein, dass du Blockaden aus deiner Vergangenheit, aus deinem Herkunftssystem auch auf der genetischen Ebene mitbekommen hast. Der zweite große Bereich betrifft die Blockaden, die du selbst erfahren hast. Du hast beispielsweise einmal einen Menschen angesprochen und wolltest ihn als Kunden gewinnen und wurdest abgelehnt und zwar auf ziemlich unangenehme Art und Weise. Oder hast andere Menschen angesprochen, zum Beispiel potenziellen Lebenspartner und hast einen heftigen Korb bekommen. Oder du hast andere Erfahrungen selbst gemacht, die dir negativ in Erinnerung geblieben sind als Fehler oder sogar als Fehlschlag mit negativen Auswirkungen. Und der dritte große Bereich von Blockaden gehört zu denen, die du selbst nicht gemacht hast und vielleicht auch deine Vorfahren nicht gemacht haben. Nämlich die Gefahren und Blockaden, von denen du nur gehört hast und die du geglaubt hast, aber niemals selbst erlebt hast. Und die Frage hierbei ist natürlich, entsprechen diese der Wahrheit? Also selbst wenn sie in der Vergangenheit vielleicht gültig waren, sind sie heute tatsächlich noch eine Gefahr, die dich blockieren sollen, die dich von einem Tun oder Unterlassen abhalten soll. Natürlich ist die Frage interessant, wo man nun ansetzt. Also wo stammen die meisten Blockaden tatsächlich her? Sind sie vererbt worden oder hat man es selbst erfahren? Oder ist es nur etwas, was man vom Hörensagen kennt? Beispielsweise vom Umfeld, von Freunden, von den Medien, von den Geschichten, die in der Gesellschaft umläufig sind. Tatsächlich gibt es keine mir bekannte Studie, die sich fundamental mit dieser Fragestellung auseinandersetzt. Ich kann dir daher nur aus meinem eigenen Leben und aus den vielen tausend Coachingstunden mit meinen Klienten berichten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich nicht die genetisch Vererbten sind und auch häufig nicht die gemachten Erfahrungen sind, die Menschen mit Blockaden versehen, sondern das, was sie gehört haben und von anderen vielleicht in Medien gesehen haben und geglaubt haben. Die wenigsten Menschen, die sich tatsächlich selbstständig gemacht haben, haben Angst davor, sich selbstständig zu machen. Die wenigsten Menschen, die erfolgreich geworden sind, haben davor Angst, die entsprechenden Schritte nochmal zu gehen, die sie dahin gebracht haben, wo sie sind.
Meistens sind es die Menschen, die noch nicht in den Gebieten unterwegs waren, aber dort Ängste platziert haben oder von anderen übernommen haben und sie davon abhalten, diesen Weg ebenfalls zu gehen. Wie kann man nun sich von diesen Blockaden lösen? Die Wissenschaft ist bei den epigenetisch, also durch Genexpression aktivierten Blockaden, noch relativ am Anfang unterwegs. Ich persönlich vermute aber, dass es sich hier so ähnlich auch lösen lässt wie bei dem Reiter, der vom Pferd plumpst. Er muss wieder auf das Pferd steigen, um dann die Angst vor dem Ausreiten auf dem Pferderücken zu verlieren. Das bedeutet also, Desensibilisierung ist hier möglicherweise auch eine Maßnahme, also konkret das zu tun, wovor man Angst hat, um dann diese Expression des Gens vielleicht wieder rückgängig zu machen. Aber hier an diesem Punkt bleibt es dir überlassen, das zu überprüfen. Bei den gemachten Erfahrungen möchte ich dir ein kleines Hilfsmittel an die Hand geben, nämlich ein schematisches Abbild, wie unser Gehirn, unser Lernsystem funktioniert. Denn tatsächlich kommen wir alle Menschen auf die Welt und unser Know-how, unser Fachwissen, unsere Kenntnisse sind ziemlich bei Null. Aber im Zuge unserer Lern- und Entwicklungszeit, den gemachten Erfahrungen, aber auch dem, was wir so hören und sehen, fangen wir an, unsere Speicherzonen zu erweitern, zu füllen. Sprich also, wir nehmen Kenntnisse und Fähigkeiten auf. Und all das, was du bis heute gelernt hast, soll einfach mal hier durch die Farbe Grün abgebildet sein. Und um dieses grüne Gebiet der momentanen Entwicklung gibt es einen roten Rahmen, den sogenannten Lerngrenzenrahmen oder auch Referenzrahmen genannt. Das bedeutet, innerhalb dieser Referenzzone, da ist dein bekanntes Wissen, da ist deine Bequemlichkeitszone, da weißt du, wie der Hase läuft, da findest du auch die Sicherheit, denn da kennst du dich aus. Die Herausforderung ist nur, wenn du diesen Referenzrahmen überschreitest, also deine Sicherheits- und die Bequemlichkeitszone verlässt, dass du dann in ein Gebiet reinkommst, wo du dich nicht auskennst. Und wenn ein Mensch in ein Gebiet hineingeht, wo er sich nicht auskennt, keine Fähigkeiten, keine Kenntnisse hat, dann wird er in der Regel es nicht richtig machen. Wenn du dich also heute an ein Klavier setzt oder eine Geige setzt und du hast noch nie gelernt zu spielen, dann wird sich das schräg anhören. Du wirst in der Regel falsch spielen. Du wirst viele Fehler machen, wenn du versuchst, zum Beispiel für Elise zu spielen. Das bedeutet also, sobald du deine Zone verlässt, machst du Fehler. Und Fehler, kannst du selbst kurz mal in dich gehen, sind in unserem Kultursystem, in unserem Schulsystem wie abgespeichert, mit welcher Emotion, mit welchem Gefühl belegt. Und in der Regel gab es dafür schlechte Noten, es gab Ermahnungen, es gab Tadel, es gab vielleicht auch noch Social Diss, das heißt, du wurdest vor der Gruppe dann auch öffentlich mitgeteilt als derjenige, der die meisten Fehler gemacht hat und die schlechteste Note bekommen hat. Das bedeutet, dass für dein Leben, wenn du Erfahrung machst, wo du etwas Neues beginnst und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der erste Schritt vollzogen ist mit Fehlern und dann noch in deinem Umfeld negativ bewertet wird, nun, du lernst relativ schnell wie viele Menschen, dass es vielleicht besser ist, keine Fehler zu machen. Nur ein Mensch, der keine Fehler macht, der bleibt nicht nur ziemlich dumm, sondern der bewegt sich wahrscheinlich irgendwann überhaupt nicht mehr aus seiner Bequemlichkeitszone. Es gibt keine Weiterentwicklung, sondern nur Hemmung und Blockaden, die dich davon abhalten, genau diese Gebiete zu beschreiten, die erforderlich sind, um deine Ziele zu erreichen. Denn wenn wir es mal ganz genau betrachten, sind deine Wünsche, deine Ziele, also da, wo du noch hin willst, sehr selten innerhalb deines Referenzrahmens, also in deiner Sicherheits- und Bequemlichkeitszone. Da ist das, was du heute kennst, was du bisher hattest. Das, was du erreichen willst, deine Ziele, gut zu telefonieren oder Neukontakte zu machen oder einen Finanzplan zu schreiben, dich selbstständig zu machen oder eine Rede zu halten, all das liegt in der Regel außerhalb deines Referenzrahmens. Und zwischen deinen Zielen und deiner heutigen Situation, also hier in dem grünen Gebiet, da liegen dann die Fehler und die Angst davor, Fehler zu machen oder die sozial schlechten Erfahrungen, die du eingesammelt hast, wenn du es tatsächlich mal gewagt hast, deine Zone zu verlassen und du hast einen Fehler gemacht. Und dann ziehst du dich im schlimmsten Fall zurück für den Rest deines Lebens auf die Couch in deiner Bequemlichkeitszone, schmeißt Netflix an, Bier, machst ein Bier auf und wirfst die Popcorn rein. Nur dort auf der Couch
In dieser Bequemlichkeitszone wirst du eines niemals erreichen, nämlich deine Ziele und die Person zu werden, die du sein könntest. Wie geht man also mit negativen Erfahrungen um, die du selbst gemacht hast? Nun, das erste Wichtige ist zu erkennen, dass jeder Mensch, wenn er seine Bequemlichkeitszone, seine Sicherheitszone, seinen Referenzrahmen überschreitet und alles verlässt, einen Fehler macht, weil er eben noch nicht weiß, was da draußen funktioniert. Wie viele Musiker kennst du, die keinen Fehler beim Üben gemacht haben? Wie viele Sportler kennst du, die beim ersten Mal richtig den Ball ins Tor geschossen haben? Wie viele Menschen kennst du, die beim ersten Mal alles richtig machen? Die Antwort ist leicht. Diesen Menschen gibt es nicht. Das bedeutet also unterm Strich, wir Menschen machen immer Fehler, wenn wir etwas Neues probieren. Und das ist auch logisch, denn das Wort Fehler, das hängt eng mit dem Wort etwas fehlt ab. Also ein Fehlbestand erkennen wir erst dann, wenn wir etwas Neues gemacht haben. Und genau dieser Informationsfluss, den wir dann haben, dass etwas fehlt, der hilft uns dann, den nächsten Schritt zu gehen. Der nächste Schritt ist dann, dass wir diesen Fehler auswerten und die Ursachen finden, weshalb es ein Fehlschlag war, was uns tatsächlich gefehlt hat. Und aus dieser Informationsgewinnungsmaßnahme finden wir heraus, was uns fehlt. Wir haben also eine Lektion gelernt. Ich wiederhole das nochmal. Wenn du deine Bequemlichkeitszone verlässt, also deine bekannte Grenze des Wissens und der Erfahrung überschreitest, dann wirst du einen Fehler machen, einen Fehlschlag erleben. Aber da ist ein Informationsgewinn für dich möglich, wenn du dich auf die Analyse, auf die Suche nach diesen fehlenden Informationen begibst. Und dann wirst du mit diesen neuen Informationen eine Lektion lernen. Und diese gelernte Lektion, die erweitert nicht nur deinen Referenzrahmen und deine Bequemlichkeitszone, sondern du bist einen Schritt weitergekommen, Kurs Richtung deines Ziels. Wie gehst du also mit gemachten Erfahrungen um, die heutzutage eine Blockade in dich angelegt haben? Nun, du kannst ganz einfach hier in die Analyse reingehen, was dir gefehlt hat, um es tatsächlich richtig zu machen und dann diesen Schritt immer weiter zu wiederholen, wie es auch ein Sportler, wie es ein Musiker macht. Der setzt sich am Anfang hin und es hört sich überhaupt nicht nach Für Elise an. Aber dann sucht er letztendlich die Fingertechniken, lernt die Noten, lernt es die rechte Hand, dann die linke Hand, dann beide Hände im langsamen Tempo und wird immer schneller, bis die Lektion letztendlich vollständig gelernt ist und dann ist eine neue Fähigkeit entwickelt, eine neue Kompetenz, es werden andere Ergebnisse produziert. Wenn du also hier mit gemachten Erfahrungen blockiert bist, dann ist das Normalste der Welt, dass du erstmal negative Erfahrungen machst, die sich nicht gut anfühlen. Hier heißt es trotzdem weiterzumachen und sich im Umfeld von Menschen auch zu begeben, die diese gelernten Erfahrungen schon gemacht haben, damit du vielleicht schneller an die Lektion kommst. Und durch diesen Informationsgewinn und durch neue Fähigkeiten wirst du deinen Referenzrahmen ausdehnen und Schritt für Schritt deinen Zielen näher kommen. Und wenn ich dir jetzt folgende Frage stelle, wer zuerst sein Ziel erreicht, der Mensch, der sagt, ich möchte immer alles richtig machen, ich möchte niemals Fehler machen und wird nur dann praktisch starten, wenn er alles weiß. Und auf der anderen Seite hast du einen Mensch, der sagt, mein Ziel ist außerhalb meiner Referenzzone, ich möchte so schnell wie möglich dorthin und ich bin bereit, alle Fehler schnellstmöglich zu machen, die gemacht werden müssen, um die Lektion zu lernen, die gelernt werden müssen, um mein Ziel zu erreichen. Was denkst du, wer wird erfolgreicher? Mit Sicherheit nicht der Mensch, der ständig versucht, alle Fehler zu vermeiden und der immer schöne Gefühle haben will. Letztendlich wirst du Fehler machen und du wirst negative Gefühle machen. Aber das ist nur ein Hinweisschild, das ist nur eine Transformationsphase, die danach neues Wissen gebiert und die einen Lern- und Entwicklungsschritt für deine Referenzzone ermöglicht. Und dadurch wirst du kompetenter, du wirst weiser, du wirst handlungsfähiger und kannst diesen Schritt gehen und danach den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Aber jeder Wachstumsschritt ist in der Regel mit Fehlern und mit negativen Emotionen am Anfang bestückt und danach kommt die Freude und das Glück und der Haken am erreichten Ziel. Kommen wir nun zur dritten Blockadeart, nämlich das, was du von anderen gehört und geglaubt hast. Und hier kommt eine ganz große Warnung, dass wenn du den öffentlichen Medien nicht regelmäßig aussetzt oder Spielfilme anguckst und glaubst, dass das die Wirklichkeit ist, dann hast du wie ein Staubsauger in den letzten 10, 20, 30 Jahren dir diese Informationen einverleibt und dein Gehirn glaubt, das ist deine Realität. Nur tatsächlich
kannst du dir selbst die Frage beantworten, wie viele Spielfilme sind tatsächlich wahr? Wie viele Medien- und Marketing-Aussagen sind tatsächlich wahr? Wie viele dieser scheinbaren Wahrheiten und Axiome, die du gelernt hast, also Gesetzmäßigkeiten, die dir über Film, Fernsehen und andere Medien vermittelt werden, entsprechen wirklich der absoluten Wahrheit und sind für dich richtungsgebend? Ich persönlich glaube, dass 80-90% dessen, was wir dort sehen und lernen, wie Glück, Erfolg, Zufriedenheit, Beziehungen aussehen, dass das konstruiert ist, dass das teilweise sogar Lügen sein können. Und wenn du diese Lügen glaubst, ungefiltert übernimmst oder in deinem Unterbewusstsein abgespeichert hast, dann kann es passieren, dass du in diesen Gebieten, die außerhalb deiner Bequemlichkeitszone liegen, das Gleiche machst, was früher die Matrosen gemacht haben in den Seegebieten, wo sie noch nie unterwegs waren. Das, was die Seefahrer früher gemacht haben in den unerforschten Gebieten, ist entweder davon auszugehen, dass irgendwann die Erde als Scheibe zu Ende ist und man fällt runter, oder in diesen unbekannten Gewässern lauern wilde Seeschlangen oder drachengefährliche Drachen, die einen dann mit Mann und Maus und dem gesamten Schiff auffressen. Also Menschen erfinden hier Schauergeschichten und Ammenmärchen. Die haben also Vorstellungen davon, wie es ist, wenn man sich selbstständig macht, wie es ist, wenn man eine Rede hält. Haben aber beides noch nicht wirklich gemacht, geprobt oder tatsächlich über Fehler machen und lernen, nächsten Schritt gehen, Fehler machen und lernen ausprobiert. Den Begriff, den wir hierfür einsetzen können, was Menschen mit Wegen tun, die sie selbst nicht gegangen sind, aber trotzdem genau wissen, weshalb es nicht geht, mit Mystizismus zu beschreiben. Also letztendlich einer Vorannahme, einer Beschreibung einer Zukunft und einer Erklärung, wie Menschen erfolgreich geworden sind, obwohl sie gar nicht wissen, wie das tatsächlich funktioniert. Dann wird mich behauptet, der Selbstständige, der hat entweder Glück oder reiche Eltern, oder ist kriminell, ist korrupt oder hat anderen Menschen etwas weggenommen und nur eine geringe Gegenleistung gegeben. Klar ist natürlich, wenn du so etwas übernimmst aus deinem Umfeld, wie man ein erfolgreicher Mensch, Unternehmer oder Sportler wird oder wie man zu einer guten Figur kommt oder eine gute Rede hält oder wie man guter Musiker oder Sänger wird, wenn du das übernimmst, diesen Mystizismus, also diesen Nonsens, diesen Unsinnserklärung von deinem Umfeld, wie das alles möglich ist, außer durch Fleiß, durch Mut, durch Arbeit, durch Lernen aus Fehlschlägen, dann wirst du eine ganze Menge von sogenannten Blockaden, gedanklichen Blockaden in dir tragen, die dich davon abhalten, nämlich den Schritt des Lernens und Wachsens zu gehen. Nun, wie kannst du an dieser Stelle mit dem, was du gehört hast oder medial aufgenommen hast, umgehen? Also im Vergleich zu dem, was du erfahren hast oder vielleicht genetisch vererbt bekommen hast. Die Maßnahme hier ist relativ simpel, wenn sie aber auch eine Menge Fleiß für dich möglicherweise bedeutet. Die Funktionen, wie du damit umgehst, kennst du von deinem Computer. Jede E-Mail, jede Datei, die du runterlegst vom Internet, wird normalerweise gescannt durch einen Virenscanner. Das heißt also, es wird überprüft, ob eine Infektion, ein Trojaner drin verborgen ist. Und ich lade dich heute ein, genau diesen Virenscanner auch in deinem Gehör vor deinen Augen zu schalten, dass du alles, was du hörst, siehst, zunächst mal überprüfst. Ist das die Wahrheit? Ist es wirklich richtig? Ist es wichtig? Passt es auch für mich oder nur für den anderen? Und gibt es tatsächlich keine anderen Alternativen? Also, dass du alles durch die Siebe, nicht nur durch die Siebe des Aristoteles, dort durchwachsen lässt, sondern durch Prüf- und Trennen- und Unterscheidungssiebe, um letztendlich sicherzustellen, ob das tatsächlich die auf dich zutreffende Wahrheit ist und gültig ist. Ich persönlich habe mir mein eigenes System zurechtgelegt. Ich habe mir angewöhnt, dass alles, was mir andere Menschen sagen, in der Regel in eine Kammer kommt, so wie im Krankenhaus eine Quarantänezone da ist, wenn ein neuer Erkrankter reinkommt und die Krankheit unbekannt ist. Es wird in dieser Quarantänezone erstmal überprüft, welche Krankheit überhaupt hier vorliegt. Und so mache ich das auch mit Informationen. Wenn du mir also etwas erzählst, was geht und was nicht geht, dann parke ich das erstmal. Es hat auf mich keine Auswirkung und ich versuche erstmal zu verstehen, was du mir gesagt hast, warum du mir es gesagt hast, was deine Absicht war und ob das, was du erlebt hast, was deine Wahrheit ist, dass deine Welt ist, auch auf mich zutrifft. Vorher lasse ich es in dieser mentalen Quarantänezone. Die Herausforderung ist aber auch, dass nicht nur das Neue überprüft werden kann mittels eines mentalen Virenscanners auf Wahrheit und Gültigkeit,
sondern viel wichtiger ist, dass du auch deine Vergangenheit scannst. Also wenn du 20, 30, 40, 50 Jahre alt bist, dann hast du in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel aufgenommen, viel gehört, viel gesehen. Und das gilt natürlich wie bei einem PC, der 10 Jahre keinen Virenscanner hat, eine Menge runtergeladen hat. Der muss ein komplettes Virenscanner-Tiefensuchprogramm tatsächlich durchlaufen lassen. Das kann einige Tage dauern. Und das kann bedeuten, dass vielleicht 10, 20, 100 oder 1000 Dateien infiziert sind und beseitigt werden müssen oder, wie du schon weißt, in Quarantäne verschoben werden. Zusammengefasst also, deine inneren Blockaden lösen hängt auf der einen Seite natürlich ab, wie alt du schon heute bist und wie viele Menschen oder welche Art von Menschen du um dich herum hattest. Waren es Menschen, die wenig gemachte Erfahrungen selbst erlebt haben und tatsächlich in der realen Welt da draußen sich gestellt haben, mit dir umgegangen sind, Erfahrungen gemacht haben und die allgemeingültigen Gesetze aus der Natur, aus dem Universum tatsächlich erlebt haben und daran gewachsen sind, oder ob sie einfach Fantasiemeinung oder Mystizismus auferlegt sind und dich dann infiziert haben jeden Tag. Ich persönlich habe mich von den meisten dieser Menschen getrennt, die keine selbstgemachten Erfahrungen und Früchte gezeigt haben, sondern nur glauben und wissen, wie es geht. Du bist also eingeladen, dir diesen neuen Virenscanner zu installieren und auch auf die Suche zu gehen nach dem, was dich rein gefühlsmäßig, vielleicht epigenetisch konditioniert hat oder letztendlich mit Blockaden versehen hat. Aber du bist auch eingeladen, alle Fehler, die du mal gemacht hast, nicht als Zeichen und Hinweisschilder oder Beweise, dass du ein Versager oder Versagerin bist, zu deuten, sondern dass du zunächst den ersten Schritt gegangen bist und festgestellt hast, oh, hier fehlt mir noch Wissen oder eine Fähigkeit, und dass du dich dann auf die Suche begibst, wenn dieser Schritt zwischen deinem Heute und deinem Ziel liegt, dass du dich auf die Suche begibst nach Vorbildern und nach Wissen und Fähigkeiten, die du erlernst, um dann diesen Schritt richtig zu machen. Also Fehler, Analyse, Lernen, richtig machen. Diese vier Schritte sind erforderlich, um Kursziel zu gehen. Und der letzte Schritt ist, dass alles, was du gehört und geglaubt hast, also was du selbst nicht wirklich erfahren hast, sondern von anderen Menschen oder von Medien zugetragen bekommen hast oder durch deine Kulturprägung internalisiert hast als scheinbare Welt und Wahrheit, dass du lernst, dich rückwirkend davon zu befreien. Und das geht am besten, indem du dich mit Gleichgesinnten oder mit einem Coach möglicherweise auf einen gewissen Zeitraum zusammensetzt und das auf den Prüfstand stellst, woran du glaubst. Und wenn du selbst diesen Weg gehen möchtest, in die Selbstständigkeit, Finanzplan, Finanzbuchhaltung, andere Menschen ansprechen, Reden zu halten, Präsentationen, Verkaufsgespräche, zu telefonieren, wenn du das alles erwerben willst, dann lade ich dich gerne ein kostenfreies Erstgespräch bei uns zu buchen. Denn wir haben nicht nur Berater, die dich bei der Finanzplan, Businessplan und konzeptionellen Beratung unterstützen, sondern wir haben auch Coaches und spezialisierte Verkaufstrainer und Rhetoriktrainer, die dich begleiten, genau diese Schritte zu gehen und die Fähigkeiten zu erwerben, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Deshalb lade ich dich jetzt ein, nicht nur das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu betätigen, sondern jetzt auf den Link unterhalb des Videos auch zu klicken, damit dein kostenfreies Erstgespräch jetzt möglich wird. Und wir finden dann gemeinsam raus, wie wir dich begleiten können, wo du gerade stehst, was dein Ziel ist, wie der Plan aussieht und was die nächsten Schritte sind. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Verwirklichung deiner Ziele, die du dir vorstellen kannst, und bei der erfolgreichen Beseitigung und Auflösung der Blockaden, die dich bisher abgehalten haben, das zu tun, was getan werden muss, um dein Ziel erreicht zu haben. Dein Daniel Schäfer.